Ich glaube, ich trinke seit ich ungefähr 16 bin oder so. Zum Problem wurde es aber erst ziemlich spät, also nach vielen, vielen Jahren. Ja, ich hatte eben irgendwann das Gefühl, dass nichts mehr funktioniert in meinem Leben. Ich hatte das Gefühl, okay, ich habe es nicht unter Kontrolle. Nicht das Trinken oder so, sondern ich habe mich nicht unter Kontrolle und ich habe das Leben nicht unter Kontrolle und ich verstehe überhaupt nicht, wie ich schauspielen kann oder mich mit Freunden treffen kann. Oder im Endeffekt wollte ich irgendwie das, was die ganze Zeit so war, überhaupt nicht mehr spüren. Ich konnte das nicht ertragen. So, irgendwann habe ich gesagt, ich bin völlig machtlos. Egal, was ich mache, nichts funktioniert. Das Einzige, wo ich mir sicher sein kann, dass es funktioniert, ist, dass ich trinke. Das ist eigentlich das Einzige, was ich mir vornehmen kann und dann tue. Ich hatte keine Kraft mehr zu kämpfen und dann habe ich es einfach zugelassen. Ich habe einfach nur noch laufen lassen. Ich habe nichts mehr kontrolliert und ich habe nichts mehr, ich wollte nichts mehr. Ich wollte nicht wieder klar sein, ich wollte nicht mit irgendwas aufhören, ich wollte nicht, dass irgendwas gut ausgeht. Es war einfach, ich habe einfach komplett die Kontrolle abgegeben. Da hat sich alles so gewendet. Ich habe einfach alles losgelassen, diese ganzen Kämpfe. Das war seitdem dann erstmal völlig weg. Therapeutische Begleitung ist das, was mir eigentlich geholfen hat. Also wirklich Aufklärung über die ganze Psychologie hinter dem Verhalten und hinter dem, wie ich was erlebe oder was ich hinter meinen Gedanken und Gefühlen. Ich hab danach wirklich nicht mehr getrunken. Ich habe natürlich andere Süchte. Ich rauche, ich trinke Kaffee. Alles kann ja zur Sucht werden. Also ich lenke mich immer noch ganz viel ab. Die Sucht ist ja eigentlich nie wirklich das Problem. Es geht ja immer darum, was sie verdeckt oder warum sie überhaupt angewendet wird. Ich wollte Schauspielerin werden und habe eine Schauspielausbildung gemacht. Ich hatte zwar immer auch Angst und so weiter, aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Aber jetzt, wo dieses Kompensationsmittel wegfällt, ja, womit ich mich wenigstens danach diese Gefühle nicht ertragen muss, ich habe mich danach oft geschämt, obwohl mir die Leute applaudiert haben. Sogar nicht nur negative, auch positive Gefühle sind für viele schwer auszuhalten. Und dann muss man gleich was damit machen. Und um das eben nicht zu ertragen, habe ich mich dann eben mit den anderen zusammen betrunken. Also es hat mir so drumherum irgendwie geholfen, als Ganzes. Also ja, dieses Schamgefühle zu ertragen oder dieses auch überhaupt, dass diese Augen auf mich gerichtet sind, das ist auch sowas, was für mich eher immer noch was Bedrohliches hat. Ich bin irgendwie immer noch süchtig. Das bringt mir aber nichts, das weghaben zu wollen, weil ich weiß, dass das nicht funktioniert. Ich versuche eigentlich nur zu beobachten und mich nicht zu verurteilen. Ich vermisse das Schauspiel schon, ja. Das ist ein schwieriges Thema. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das irgendwann wieder aufgreife. Diese süchtigen Gedanken, das ist wie etwas, was immer wieder Beweise danach sucht, dass du scheiße bist. Dass es nichts wert ist, was du leistest. Es ist nicht so für mich, ich habe aufgehört zu trinken und jetzt ist alles gut und jetzt kann ich mein Leben leben, gesund. Jetzt muss ich mich mit mir selber auseinandersetzen. Ich möchte einfach irgendwie einen klaren Geist haben. Da will ich eigentlich hinkommen und nicht dahin, dass ich nichts mehr benutze, was irgendwie süchtig machen kann oder so. Also eigentlich geht es für mich darum, mit mir selbst im Reinen zu sein und nicht flüchten zu müssen. Also das nicht als eine Flucht aus der Realität zu benutzen. Und davon bin ich auch nicht wirklich frei.